Ja, willkommen zur Victory. Der wahrscheinlich schnellsten Karte, die es bisher gibt. Also sehr eng und dicht gepackt mit Scuffs und einer guten Position, wo alle hinstürmen. Und wenn man mit einer Fünfergruppe reingeht, dann können, glaube ich, maximal zwei oder drei andere Spieler da sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das mit einer Truppe zu machen. Heißt, das, was ich jetzt gerade mache, ist absolut sinnfrei. Aber es macht Spaß und ich wollte es einfach mal testen. Das heißt, Plan ist jetzt erstmal, sich ruhig zu verhalten. Vielleicht ein, zwei Skills, Cuffs, Kills zu machen. Wenn sich da was ergibt. Aber sonst ruhig verhalten, gucken, ob da wirklich irgend so ein Fünfertrupp durchrauscht. Oder sonst warten, dass die Leute das Büro, das ist das, wo alle hinwollen, weil da ein Tresor ist und wieder. Ne, nur ein Tresor. Dass wir da waren und dann extracted sind und danach vielleicht Scuffs killen, die reinspawnen. Mal gucken. Laufen schon mal mehrere Leute gerade. Anfangen zu rattern. Hier ist ein Spieler gespawnt, der ist da raus und hat sich mit dem Scuff angelegt. Spieler mit einer Pistole, glaube ich, eine Task erfüllen will. Man muss mit der Pistole Gegner töten. Das geht hier sehr gut, weil man schnell auf Gegner trifft. Ausgang. Wird er das jetzt durchgeballert und will einfach noch raus? Und eventuell ist er jetzt schon raus. Die erste Kiste.
Tür ist offen. Was soll's? Hier hat echt schon jemand gelootet. Ja gut, ich hab's auch gerade gemacht, aber das sollte man nicht unbedingt. Todesgriff. Ich kann mir denken, dass ein Dreiertrupp oder so oben im Büro jetzt hockt und wartet, dass Leute ankommen. Was mache ich also? Ich gehe jetzt ins Büro. Minus. Spannend, dass die Karte nämlich uns echt schon klar ist. Eine ganze Weile nichts tun, plötzlich. Links von mir. Nochmal Minus. Ich habe Metall gehört, ich weiß nicht, ob ich es war oder jemand oben. Gerade war ein Scuff-Spieler, ne? Ja, ab 15 Minuten können Scuffs spawnen. Also Scuff-Spieler spawnen. Ich würde eigentlich auch gerne mal looten. Jetzt war ich den Spieler und nicht den Scuff. Habe ich gar nicht versichert, Mist. Das ist wieder ein Spieler, der ein Spieler ist gemacht, ein Pistolen gemacht will. Den könnte ich eigentlich contesten, weil ich habe Submachine Gun, eine Pistole, aber ey, der wird wissen, was er tut vielleicht. Ich pushe jetzt gerade hoch mal zum Büro, um euch das einmal zeigen. Offen. Ich bin jetzt wahrscheinlich tot, weil jemand in der Ecke lauert. Nein. Da bin ich jetzt aber mal ein Arsch. So. Leise. Also da ist der Safe. Da wollen die Leute ran. Da war auch schon jemand dran. Hier kann man nicht looten, war ich mir nicht sicher. Was ich mache, wenn ich mit einem Trupp drin bin, ist, dass wir das Ding hier sichern. Also einer zumindest auf mich aufpasst. Und dann die da alle mal durchlooten. Was ist achtmal halt suchen Loot, suchen Erfahrungspunkte. Und das ist teilweise gutes Zeug drin. Ich heile mich mal. Habe ich noch? Sollte ich nicht mehr raus, zu laut. Aber ich habe noch ein 20er Magazin und ein 30er. Muss immer ein Spieler dann gewesen sein mit der Pistole, ne?
ein Zurückbild über eine Pistole war. Welche billig werden. Kommen wir hier rein. Das Ding ist gut, oder? Da hinten ist einer, denkt, ich wäre ein Scarf. Ist er nicht geschossen. Ah! Zu gierig. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Weil wenn ich schieße, dann weiß der Scuff-Spieler, dass ich ein Spieler bin und darf auf mich schießen. Und selbst wenn ich ein Scuff wäre und auf anderen Scuff schieße, dann darf er auch auf mich schießen, ohne dass er Abzüge bekommt. Ja. War ich zu gierig. Ein Spieler-Skill, ein Spieler-Kill, zwei Scuff-Skills, ist aber trotzdem okay. Next. Nee. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Weil zu dem Zeitpunkt kommen halt fast nur noch Scuffs rein, wie auch gerade bewiesen wurde. Und ich hätte einfach rausgehen können, die Leute hätten nicht auf mich geschossen. Aber Gier macht sich hier sehr schmerzhaft bezahlt. Wie sich das gehört, so lernt man draus. Na gut, ich hoffe, für euch war es unterhaltsam. Dieses kleine Umgeballere hier. Bye, bye.